Vive la Revolution! Liebe Freundinnen und liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu We the Revolution. Jawohl, weiter geht's. Das nächste Verfahren steht an. Wir müssen gleich mal gucken, um wen es sich hier handelt. Wir sehen aber, dass sowohl die Revolutionäre als auch das gemeine Volk hier den Tod wünschen. Irgendwas hat sich in der Hierarchie getan, das schauen wir uns auch mal an. Henriot ist der Neue, genau, unser Verbündeter gegen den Minister Roland. Ein ambitionierter, aber nicht sehr hart arbeitender Offizier. Er verfügt über einen Sinn für das Politische, der es ihm erlaubt. Aha, sich nur mit den Leuten zusammenzuschließen, die auf dem Weg nach oben sind. Er weiß genau, wer es wert ist, verfolgt zu werden und wer am besten vergessen werden sollte. Seit dem Ausbruch der Revolution ist er stetig die Karriereleiter hochgeklettert und sein Ziel ist es, Commander of the Guard zu werden, also der Kommandierende der Nationalgarde in Paris. Ja, ja, okay. Wir schließen das. Schauen kurz in unser Notizbüchlein. Wir haben hier immer noch Negativeffekte, dadurch, dass wir die Meinung der Jury ignoriert haben einmal. Gibt es hier irgendwas Neues? Sieht nicht so aus. Okay. Dann können wir das zur Seite, entschuldigt, zur Seite tun und uns die Fallakten anschauen. Zusammengetragen von Nathan de Siraf. Und es geht um Anne de Corf. Verrat und Betrug lautet die Anklage. Sie ist 67 Jahre alt, eine Witwe, die ein sehr großes Unternehmen hat. Einen großen Besitz, den sie von ihrem Mann, dem Baron de Clichy, geerbt hat. Vor der Revolution war sie eine von Marie Antoinettes vertrauten Hofdamen. Aha, also Marie Antoinette, die Königin. Falls ihr das nicht wusstet, Frankreichs. Also die Frau Ludwig des 16. Nach den Ereignissen 1789 brach sie die Verbindung zum Hof ab, aber wurde kürzlich wieder ein oft gesehener Gast in den Tuilerien, wo die KPs gefangen gehalten wurden. Ja, wieder die Königsfamilie, KP. Aha, sie hatte ihren Anteil an dem Versuch des Herzogs de Ferson, der hier die Flucht des Königs aus den Tuilerien vorbereiten sollte. Und aus den Befehlen von de Ferson geht hervor, dass de Corf eine neue Kutsche bringen sollte, und zwar in ihrem eigenen Namen. Aha. Achso, die hat sie gekauft. Eine Berlin-Kutsche für 6 Passagiere. Ausreichend, um die KPs von Paris vorzubringen. Sie wurde in Jean-Louis' Werkstatt hergestellt. Okay, und es gibt einen Beleg der Baronin Gilbert, der bestätigt, dass die Kutsche geliefert wurde, kurz vor der Flucht. Seite 2. Außerdem ist es allgemein bekannt, dass de Ferson selbst
sich als Kutscher verkleidete und die Kutsche bis nach Bondy gesteuert hat. Interessanterweise hatte die Königin Marie Antoinette einen Pass in ihrem Besitz unter dem Namen Anne de Korff, als sie in Varennes angehalten wurde, die Kutsche. Okay, sie benutzte also den Pass offensichtlich der Anne de Korff, der Angeklagten. Es gibt viel geredet darüber in den Straßen von Paris. Es wird gesagt, dass Anne dabei half. Nicht wegen ihrer Zuneigung zu den Monarchen, aber aufgrund einer Affäre, die sie mit dem Herzog hatte. Aha. Und hier gibt es den Beleg von Jean-Louis als Beweismittel. Beginnen wir die Befragung. Es gibt gar keine Zuschauer, oder nur einen, das ist etwas verwunderlich. Supporter of Tyranny, Unterstützer der Tyrannei. Stellen Sie sich vor, Baroness Anne de Korff. Anne de Korff. Beschuldigt der Verschwörung oder mithilfe der Flucht der KPs aus Frankreich. Bekennen Sie sich schuldig. Herr Richter, das ist ein Missverständnis. Ich hatte damit nichts zu tun. Unser politischer Kommissar. Die Beweise sprechen gegen die Angeklagte. Das ist unmöglich. Aha. Wir können noch keine Fragen stellen. Dann werden wir jetzt hier dieses Kombinationsspiel machen. Wir können nur einen Fehler machen und es gibt sieben mögliche Fragen. Receipt. Die Bescheinigung, dass die Kutsche gebaut wurde, ist ein Beweis. Der Stempel ist ein Beweis. Die Witwe. Persönlichkeit. Die Frage ist das, gehört das auch zu ihrer Persönlichkeit, diese Beziehung mit dem? Grafen, das ist übrigens kein Herzog, der Count. Okay. So, sie war eine vertraute Hofdame. Ist das ein Beweis? Oder gehört es zu ihrer Person? Das gehört zu ihrer Person, okay. Sie war häufig Gast in den Tuilerien. Da würde ich mal sagen. Okay, das wird sogar ausgeschlossen. Es handelt sich um Methode. Na gut. So, die Leute wollen sie tot sehen. Mal schauen, was die Jury davon hält. Was für Fragen gibt es denn hier noch? Was dachte die Angeschuldigte über die Monarchie? Ich weiß nicht viel über Politik, aber ich unterstütze die Revolution. Falls das die Frage ist, Herr Richter. Haben Sie deshalb den Hof verlassen? Das ist eine ganz andere Geschichte und hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Womit hat sie denn zu tun? Ich hörte unglaubliche Anschuldigungen eines kleinen Skandals, der mich und einen verheirateten General betraf. Aha. Hat die Beschuldigte trotz dieser Umstände weiterhin eine gute Beziehung mit der Frau des Bürgers K.P. unterhalten? So gut, um ihr zu helfen. Ich konnte nur für sie beten. In meinem Alter hat man nicht genug Kraft für Verschwörungen.
Aha. Warum braucht eine Frau, eine einsame Frau, eine Kutsche für 6 Passagiere? Weil eine einsame Frau mit Gesellschaft reisen möchte. Es gibt immer noch Menschen, die ich einladen kann. Oder sie könnten helfen, die königliche Familie bei der Flucht zu unterstützen, die genau aus 6 Personen besteht. Ich bin nicht die einzige Person in dieser Stadt, die eine Kutsche für 6 Personen besitzt, Herr Richter. Aber die anderen Besitzer verschwören sich nicht gegen die Revolution. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht mit Hilfe ihrer Kutschen. So, und da geht's direkt hoch. Die Jury will die Verhaftung sehen. Es fehlt nicht mehr viel bis zum Todesurteil. Wie ist Ihre Beziehung mit dem Grafen de Fersen? Nur Freundschaft, Herr Richter. In meinem Alter kann ich nicht mehr, kann ich unglücklicherweise nichts anderes erwarten. Und in der Vergangenheit war da mehr? Nicht so viel, wie die Menschen am Hof gerne unterstellen. Sie kannten einander aber gut. Das könnte man sagen, ja. Ich vertraute ihm, aber jetzt, seinetwegen, bin ich alte Frau in einer Gefängniszelle. Ja. Warum besuchte die Angeschuldigte die KPs in den Tuilerien? Das hatte nun soziale Gründe. Als ältere Person kämpfe ich mit der Einsamkeit in Paris. Ja, das ist bestimmt sehr einsam in Paris. Genau, das fällt auch hier Antoine Tinville auf. Das ist die seltsamste Überlegung, die die Angeklagte hier vorbringt. Ah ne, das ist angesichts der Beziehung zum königlichen Hof, den die Angeklagte vor der Revolution hatte, ein seltsames Argument. Ich möchte alle Menschen, die ich in Versailles traf, nochmal treffen, nochmal sehen, bevor ich sterbe. Ist das so falsch? Haben Sie während dieses Besuches Marie-Antoinette ihren Pass gegeben? Nein, überhaupt nicht. Es war eine Wache da, der nicht mal eine Sekunde weggeblickt hat. Okay. Diese schrecklichen Menschen sind niemals von ihrer Seite gegangen. Diese arme Frau. Und doch, durch irgendein Wunder wurde euer Pass bei der Königin gefunden. Damit hatte ich nichts zu tun. Und da geht es schon hoch. Wie viele Kutschen besitzt denn die Angeklagte? Wenn ich mich recht erinnere, 3. Wir können uns nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal gegessen haben, Fleisch gegessen haben. Und sie weiß nicht genau, wie viele Kutschen sie besitzt. Warum würden sie dann eine weitere Kutsche in Auftrag geben in Jean-Louis' Werkstatt? Braucht eine einsame Witwe wirklich 4 Kutschen? Weil mein Wohlstand es erlaubte, Herr Richter. Seit wann ist es verboten, während einer Hungersnot Geld auszugeben? Und so weiter und so fort. Er hat gesagt, dass es Strafe oder ein Verbrechen, wenn es dazu dient, einen Verrat zu unterstützen.
Und sie sagt, nein, ich habe sie bestellt, weil ich nach Montmédy reisen wollte. Aha, also ich glaube, da kommt sie auch jetzt nicht mehr raus. Wir werden hier mal unseren Report ausfüllen. Hat sie gestanden? Nein. War es konterrevolutionär, was sie getan hat? Ja. Warum brauchte sie einen Pass und eine Kutsche? Weil sie nach Montmédy wollte. Wo haben sie den Pass gefunden? Bei Marie Antoinette. So, Fidelle unterschreibt und Death Penalty. Unser revolutionäres Siegel. Zack. Tja. Ich verurteile hiermit die Bürgerin Anne de Korf zum Tod auf der Guillotine. Bringen Sie die Verurteilte hinaus. Bravo, das finden die Leute gut. Ja, wir sehen auch hier, die Meinung des gemeinen Volkes und der Revolutionäre steigt leicht an. Außerdem Einfluss und Ansehen gewonnen. Interessant. Damit haben wir gerade 4 Einflusspunkte. Da können wir vielleicht was mitmachen. Wir müssen auch noch diese Statue da weiter voranbringen. So, ein Mitglied der Nationalgarde kommt herein. Ach so, das ist das mein Typ hier? Ich glaube, ne? Also, der Agent, den ich zum Schweigen bringen sollte, das ist erledigt. Aber es gibt etwas, das ihr euch selbst ansehen müsst. Mhm. Und was ist das? Hä? Okay, jetzt sollen wir trotzdem hier eine Rede halten. Wollen wir das machen? Ja, lasst uns das machen. Sie sind uns zugeneigt. Und wir werden mal... Okay, Aggression ist nur hier unten gut. Bei der Revolution. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen schwierig. Das hier sind schwache Argumente. Das wird denen nicht gefallen. Es gibt keine Grautöne beim Verbrechen. Es gibt nur Schuld und Unschuld. Okay, das gefällt den Leuten einigermaßen. Durch dieses Urteil, das wir hier vollstrecken, machen wir unsere Straßen sicherer. Ich beklage nicht diejenigen, die guillotiniert werden, aber uns. Aha, er bezeichnet also die Bürgerinnen und Bürger als Opfer der Person, die guillotiniert werden soll. Das hat den Leuten nicht gut gefallen. Diese Kriminellen denken, dass, weil wir tolerant sind, wir auch schwach sind. Genug davon. Ja, okay, es hat nicht weiter was gebracht. Es hat uns sogar einen Reputationspunkt gekostet. Warum wollt ihr mich töten? Ihr habt keinen Beweis. Kann man sehen. Do you want to show me a common dead body? It's not just a dead body. Look at that necklace. A fleur-de-lis. There's more, hidden under his clothes.
We found a message in the inner pocket of his cloak. It's an order. Someone told that man to build support for a mysterious R in the district. Who is arrogant enough to take Louis' place? Only aristocrats are powerful enough to secretly organize people like him. Even they would need help from someone in the convention. So who is R? Robespierre, maybe? If he's allying with aristocrats, we must tell someone, everyone. It could be Minister Roland. As long as we are not sure, we would only create panic. If that's the case, we'll have to hunt down other agents. This one won't be telling us anything. We have no other choice. If this R is trying to gain support, you must do the same, for the greater good. So, so. Ja, das war unser Agent, der da diesen feindlichen Agenten aufgespürt hat, der im Auftrag eines R unterwegs war und eine Fleur-de-Lis trug. Also diese, das Lilien-Logo, quasi Symbol der französischen Monarchie. So, Whiskey Lullaby. Es ist ein warmer Abend und deswegen entscheiden wir uns dazu, einen langen Spaziergang nach Hause zu machen. In der Nähe des Café Chantilly beobachten wir eine amüsante Szene. Zwei Betrunkene kämpfen um eine Flasche Likör oder Schnaps oder was auch immer und fluchen dabei wie Stallburschen. Der eine ist etwas kleiner und wie ein ehemaliger Offizier gekleidet. Vielleicht war er mal ein Colonel. Der zweite ist deutlich größer als der erste, aber nur ein ganz normaler, ja, Straßengauner oder so. So, wir hören uns das eine Weile an, was sie da vor sich hin fluchen und kommen zu dem Schluss, dass die Flasche einen letzten Schluck enthält. Wir werden es mal ignorieren. So, der Größere hat all seine Stärke eingesetzt und gewonnen. Der Offizier landet mit seinem Gesicht im Dreck und okay, der Gewinner trinkt halt die Flasche leer. Sonst gibt's nichts weiter zu sehen. Zu Hause wartet eine exquisite Flasche und wir kriegen zwei Ansehen dafür, dass wir uns nicht eingemischt haben. Interessant. So, was ist los bei der Familie? Eigentlich sieht's ganz gut aus, nur mit dem Vater und dem älteren Sohn nicht. Was genau würde denn den Vater positiv beeinflussen? Eigentlich nichts, eigentlich nur, wenn der positive Wert, den wir bei Frederik haben. Das mögen alle nicht, wenn wir die Statue voranbringen. Wir müssen das irgendwann machen. Ich würde sagen, wir machen mal diesen Abendspaziergang. Das gefällt unserem Vater nicht. Das heißt, wir werden Einfluss beim normalen Volk verlieren. Aber es sollte die Meinung bei den anderen erhöhen. Zumindest auf jeden Fall bei Frederik.
Und auch bei Mathilde. Und auch bei Bernard ein bisschen, wenn ich es richtig sehe. Wir gucken uns das mal an. So, seine Meinung geht stark in den Keller. Das ist nicht gut. Seine Meinung steigt hier. Die Meinung von Mathilde steigt sehr. Und bei Frederik auch. Müssen wir als nächstes was machen, damit der Vater wieder zufrieden ist. So, den haben wir besiegt. Ist richtig. Und damit ein... Weiß nicht, wie vielte von unserem Kontrahenten aufgedeckt. So, es gibt Unruhen. Aha. Die verhindern, dass wir da Einflusspunkte sammeln können. Wenn wir sie nicht unterdrücken, dann breiten sie sich weiter aus. Dann schicken wir mal unseren Typen dahin. Hier versuchen wir mal unseren Einfluss zu vergrößern. Sollten wir hier übrigens auch mal machen. Wenn ich das richtig sehe, hier ist ja Notre Dame, ne? Wenn ich es richtig sehe, ist das hier der Louvre? Müsste hier so in dieser Gegend sein. Okay. So, Intrige. Hier hatten wir überall Erfolg und wir können jetzt weiter Unterstützung bekommen. Wir können uns nicht ausruhen und unserem Gegner erlauben, wieder zu Kräften zu kommen. Wir müssen alle Gerüchte und Anschuldigungen und so weiter benutzen und weiter an den Abgeordneten des Konvents arbeiten, die den Minister angreifen werden während einer Sitzung des Konvents. Okay, versuchen wir das mal. Ist nur die Frage, wen wir hier auf unserer Seite wissen wollen. Das ist interessant. Jetzt kommen die Leute hier. Marat, Danton und Grace Elliott. Ich werde mal einen Diplomaten zu Danton und einen zu Ach nee, jetzt habe ich ihn nur zu Marat geschickt. Okay, und Marat ist jetzt auf unserer Seite. Dann versuchen wir mal, Danton zu überzeugen. Georges Danton, da ist er bei uns zu Hause. Georges Danton. Okay, das ist so ein Faulenzer oder so. wir haben noch 4 Punkte. Wollen wir 1 freischalten? Ja. Attached. Okay. Was wollen wir erreichen? Warum wollen wir es? What will he get out of it? Also ich... Das hier ist gut. Der bei den anderen Sachen, keine Ahnung. Also. Wir müssen Roland loswerden. Zu seinem eigenen Wohl. Seine Taschen... seine Taschen platzen sonst bald vor lauter Geld. Okay, Roland ist ein Lauch, aber er ist auch Minister und ab die... Minister und vom Volke beauftragt.
So, das wussten wir, ist schlecht. Okay. Um einer Strafe zu entgehen, hat Roland eine Vendetta gegen mich gestartet. Hat er damit nicht auch der neuen Ordnung den Krieg erklärt? Ja. Ich weiß nicht, Aggression war schlecht, ne? Die Girondisten stolpern häufig über ihre eigenen Füße. Man muss ihnen nur einen sanften Schubs geben. Die Vorherrschaft der Jakobiner wäre eine nette Sache. Das würde das Herrschen über dieses Land so viel einfacher machen. Und Frankreich könnte sich von seinen Knien erheben. Okay, ich werde dir helfen. Interessant. Danton unterstützt uns. Das bringt uns auch Unterstützung generell bei den Revolutionären. Formidabel. Unser Plan wurde vereitelt durch einen Gegenangriff des Gegners. So, was ist das hier? Jetzt geht es um Henriot, diesen vielleicht bald Kommandant der Nationalgarde, um sich selbst zu gegen mögliche Angriffe des Konvents zu verteidigen, hat Roland aufgedeckt, dass François Henriot, der Kommandant der Nationalgarde werden möchte, seine Familie misshandelt. Das muss aber noch bestätigt werden. Okay, vielleicht wird Roland dieses Gerücht benutzen, um Henriots Kandidatur zu sabotieren. Genau, Henriot soll sich mit seiner Familie zeigen. Und das dauert einen Tag, bis das abgeschlossen ist. Damit haben wir hier alles erledigt. Und erreichen den Tag Nummer 10. Und damit beenden wir diese Folge an dieser Stelle. Liebe Freundinnen und liebe Freunde der Republik, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao.